Hallo Freunde der grönländischen Volksmusik und andere Perverse. Heute machen wir ein ganz kleines kurzes Review über eine Flasche. Flasche Plastik Lidl 2,49. Habe ich gesehen beim Arthur auf dem Kanal, habe ich gedacht, gucke ich auch mal. Böker Plus Lateralus, geiles Teil. Von Stout. So, das Flasche ist BPA frei. Was wichtig ist, damit da keine Teilchen rumschwimmen. Sollte man allerdings nicht für kohlensäurehaltige Getränke nehmen, ist aber kein Hinderungsgrund, weil kein normaler Survivalist kohlensäurehaltiges Getränk da reinschüttet. Da gehört Trinkwasser rein oder isotonisches Gesöff maximal. Die Flasche macht einen guten Eindruck. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass sie farbig ist. Ist also für Bushcraft, für Kurztour und Camping geeignet, für Survival nicht. Weil im Survival, wenn ich Wasser mit dem Wasserfilter reinige, möchte ich in der Lage sein, Schwebeteilchen und Restverunreinigung und Färbung des Wassers erkennen zu können. Dafür brauche ich eine transparente Flasche, farblos. Das habe ich hier nicht. Also hier kann ich die kleinste Schwebeteilchen oder gelbliche Farbe nicht erkennen. Aber wenn man von daheim Getränke mitnimmt für Camping, für Ausflug, ist das eine gute Flasche, denke ich mal. Hat hier Klippverschluss, extra Dichtung ist nicht vorhanden hier im Deckel, zumindest bei meiner. Ob die dicht ist, werden wir gleich prüfen. Hier haben wir eine Silikondichtung im Deckel, das ist okay. 0,7 Liter Fassungsvermögen. Und jetzt testen wir das. So, wir füllen das Flasche mit H2O, was ziemlich dasselbe wie Wasser ist. Stilles Wasser. Um zu gucken, ob die Scheiße dicht ist. Da, 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 da. Mann, das dauert. Also ich muss sagen, die grüne Farbe der Flasche sieht sehr schön aus. Aber wie gesagt, naja. Farblos wäre mal lieber. Jetzt gucken wir mal, ob da Dingsbums da dichtet. So, zugedreht ist. Aha, und jetzt haben wir schon die ersten Probleme. Das Ding ist nicht dicht. Also wohl die hier oben schon, aber hier dieses Mundstück, wie ich gesagt habe, das keinen extra Ring hier hat. Ist das jetzt bei mir ein Konstruktionsfehler, weil das sieht so aus, als gehörte da ein Ring hinein, ein Silikonring. Aber das hier ist nicht dicht. Hier, ich weiß nicht, ob man es auf Video sieht, aber hier kommen ziemlich viele Tropfen raus. Und wenn man rennt mit dem Rucksack, guck mal, sieht man das hier auf der Kamera? Hier kommen ganz klar aus dem Mundstück und das ist geschlossen. Seht ihr jetzt? Jetzt seht ihr sogar Tropfen. Hier kommen Tropfen raus. Das Ding ist nicht dicht. So, jetzt haben wir hier 700 Milliliter Wasser plus, ist immer noch undicht, plus 30 bis 50 Gramm Flaschengewicht, also 750 Gramm. Und lasse das mal hier auf den trockenen Wiesenboden fallen. Also der ist hart, der ist nicht matsch, sonst wäre es ja wie im Kissen. Lasse den mal von 1,50 Meter runterfallen. Okay, springt wie ein Gummiball. Nichts passiert, alles Gute. Nochmal. Circa 1,40 Meter, 1,50 Meter Höhe. Auf die Kante, nicht kaputt gegangen. Und ihr seht, dass der Boden hart ist, weil die Flasche springt. Jetzt lasse ich es auf den Verschluss fallen. Hat es auch überstanden. Okay. Es ist immer noch undicht. Ich weiß nicht, ob man das auf Videos sieht, aber das Mundstück ist tierisch undicht. Also das läuft hier nur so raus. Es liegt also nicht am Hauptverschluss, nicht am Hauptgewinde. Das ist dicht. Da haben wir ja einen Silikonring drin. Der ist in Ordnung, nur verstehe ich nicht, warum er dann beim Mundstück kein Silikonring einfügt, obwohl hier ja sowas vorgesehen wäre. So,
So, jetzt hat Arthur vorgeschlagen, ich kann ja mal draufstehen. Eine halbe Tonne auf eine Plastikflasche, in Ordnung. Also ich habe 118 Kilo. Mit Kleidung, ohne Kleidung, maximal 70 Kilo. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, aber was macht BFG, wenn Teste von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Er macht's. Also, hier ist der Flasch. Ich hoffe, dass mich jetzt nicht auf die Fresse haut. Okay, die Flasche bricht nicht und reißt nicht, aber ihr habt es vielleicht gesehen, es ist Wasser rausgekommen. Dadurch, dass natürlich gequetscht wird, dann ist es in dem Moment oben nicht mehr dicht. Ansonsten ist es wie nach wie vor. Also man muss sagen, was die Dichtigkeit angeht, normal habt ihr es ja so im Rucksack und dann sollte nichts rauskommen, sollte nichts passieren. Dass es so heftig kopfüber geschüttelt wird, wird kaum vorkommen im normalen Gebrauch. Die Flasche ist recht stabil. Und jetzt lassen wir sie mal aus einer guten Meter Höhe auf die Betonpflastersteine krache. Immer noch keine Beschädigung. Nochmal. Guter Meter, Meter 20. Einwandfrei. Kein Riss, kein Schlag, keine Beschädigung. Also das ist mal nicht übel. 2,49 Euro. Kurzes Resümee, also für Camping, fürs Wandern, für Bushcraft ist das eine gute Vorratsflasche für Trinkwasser, für Tee, Eistee, für isotonische Getränke. 2,49 ist echt ein Schnäppchen, trotz der leichten Undichtigkeit, die aber nur zum Tragen kommt, wenn das Ding upside down ist und geschüttelt wird, finde ich das eine empfehlenswerte Flasche. Absolut stabil gebaut. Ich bin drauf gestanden mit meiner über 100 Kilo. Ich habe es jetzt auf den Beton knallen lassen, nicht nur auf die Wiese. Kann man nicht meckern. Für den Preis absolut Empfehlung wert. Funktioniert. Schönes, ordentliches Mundstück. Hat einen Clip, der hält. Und wenn man ein paar Tropfen verkraften kann, ist das kein Problem. Gut, danke fürs Zusehen, euer BFG. Das wäre ja wohl gelacht, wenn wir die Flasche nicht am Arsch kriegen. 6,5 Kilo Stein. Jetzt ist sie kaputt. Nichts hält mehr heutzutage, nichts hält mehr. Nee, war ein Scherz. Gute Flasche. Aber das war es noch nötig. Als ein bisschen Unterhaltung. Ciao.